Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test hier auf meinem Kanal zu Let's Test Flintlock Siege of Dawn. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich muss nur eben schnell was machen, bevor es weitergeht. Nämlich das ist so. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt nicht gesehen habe. Ich weiß es nämlich nicht. Ja, schlecht. Nein. Nein. Okay. So, ich denke mal, ich wechsle jetzt aber auf Controller um. Weil ich glaube, es ist ein. Ich muss kurz die erstmal leiser machen. Also, wie ich es mitbekommen hatte, ist es ein. Genau. Ich bin gerade total neben der Kappe, oder? So. Ein weiteres Mal. Soweit ich es bekommen habe, ist es wieder ein Souls-like. Aber keine Ahnung. Wir machen mal entspannt, weil ich habe echt keine Ahnung. Für Spieler, die Geschichte ohne allzu auffordernde Kämpfe erleben möchten, Schwierigkeitsgrad entspannt, kannst du keine Erfolge erhalten. Das macht nichts. Wir machen mal das da. So. No. For 10 bitter years since the dead broke through the door. I've promised you peace. Today, I'm making good on it. Sama hatched a plan to blow up the door, to cut the dead off forever. Halin and I volunteered. We probably won't make it back, but I would rather take my chances than leave you in this broken world. You deserve more than a letter you'll never receive. But we both know you would never let me go. I lived a long life, but never a full one. Not until I found you. Promise me you'll live, Noor. I'm off to earn my rest. Baz. She's not accepting anyone. Just pretend I shoved you, all right? You sent Baz and Harlin to the door to the Great Below. I don't have time for this, Vanek. Requesting permission to- Denied! Baz can't fight at his aid. Harlin can't cover for him and blow the door at the same time. I'm the best upper you've got and you know it. Return to your station, Vanek. Was that? Can't have been them. The blast came from too low, wasn't nearly loud enough. I see. They're late, aren't they? Just give the order. All right then. All right. Follow the trenches to the old fort. Stop for nothing and no one, understood? Yes, Field Marshal. Zaparun, clear the way! No rest till dawn! No rest till dawn! Jetzt sind wir uns bewegen, aber ich muss mal kurz was nachgucken, weil irgendwie hat sich nämlich meine Einstellung da verändert, dass ich nicht mehr mich looten kann. Aufnahmen starten, nein. Aufnahmen passieren, nein. Das brauche ich nicht. Warum kann ich mich nicht mehr looten? Entschuldigung.
aus. Nee, Stundenschein. Ah, das ist nur... Ah, okay. Gut, das wollte ich nochmal wissen. Das wollte ich nicht. Ah, okay, das ist Schlag. Da habe ich nichts zum Schießen. Okay. Ich musste nämlich gerade während das Video lief niesen und das ging dann nicht so, wie ich es wollte. Frontbericht, Kommando, wir haben nur noch ein paar hunderte Schüsse übrig. Wenn die Pioniere morgen nicht hier sind, kommen die nicht mehr nach Morgenröt rein. Schusswaffe, die mächtige... Was? Schusswaffen sind mächtig, die im Kampf gegen die Toten eingesetzt werden. Mächtige Waffen. Ah, mächtige Waffen. Drück RT, um die Primärwaffe Schusswaffe abzufeuern. Okay. Mit einer Primärschusswaffe zu schießen, verbraucht eine Schwarzpulverladung. Schwarzpulverladungen werden aufgefüllt, wenn du Gegner mit Nahkampfangriffen triffst. Für vier Nahkampfangriffe aus. Um eine schwarze Pulverladung aufzufüllen. Soldaten. Was? Pistolenunterbrechung. Nors Pistole ist dafür gut geeignet, gegnerische Angriffe zu unterbrechen. Drücke RT, während ein Gegner angreift, um seinen Angriff zu unterbrechen. Beim Unterbrechen eines Gegners wird sein aktueller Angriff unterbrochen. Das ist logisch. Ruf. Der Ruf kündet von deinen Ansehen und deinen Erfahrungen. Der Ruf kündet von deinen Ansehen und Erfahrungen. Mit Ruf kannst du Fertigkeiten und Gegenstände erwerben. Erwerben, ja. Erwerben ist das neueste Wort. Du erlangst Ruf, indem du Gegner besiegst, Quest abschließt und Herausforderungen meisterst. Du kannst deinen Rufmultiplikator durch verschiedene Aktionen aufbauen. Der Multiplikator erhöht die Menge an Ruf, die du bekommst, wenn du ihn durch Halten beanspruchst. Wenn du Schaden erleidest, wird dein Rufmultiplikator zurückgesetzt und dein Ruf automatisch beansprucht. Wenn du stirbst, verlierst du deinen gesamten beanspruchten Ruf. Das ist wie bei jedem Souls-like eigentlich so. Um ihn zu bergen, musst du an dem Ort deines Todes zurückkehren. Also wie bei jedem sonst. Deswegen sag ich ja, ich glaube, es ist ein Soulslike. Sagt gerade ein bisschen, deswegen möchte ich vom nächsten Spiel erstmal nur eine Folge aufnehmen, glaube ich. Weil meine Stimme halt komplett den Geist hat.
voll schön schwarz. Bis jetzt. Aber wer weiß, vielleicht wird sich das nochmal ändern. Ich denke nochmal, oh, meine Nase zu. Dann geht's einmal unten lang, aber ich glaube noch. Blocken und parieren. Mit einer Nahkampfwaffe kannst du gegnerische Angriffe blockieren und parieren. Halte LB gedrückt, um eine Blockade, eine Blockhaltung einzunehmen. Du blockst dir jeglichen Schaden ab, bis du durch gegnerische Angriffe deine Haltung nicht mehr aufrechthalten kannst. Okay. Drücke LB kurz bevor dich ein Gegner Drücke LB kurz bevor dich ein Angriff trifft, um ihn zu parieren. Passe den richtigen Zeitpunkt ab, um den Gegner wehrlos zu machen. Ach, das wird wahrscheinlich eher etwas sein, was ich niemals nutzen werde, weil ich einfach zu doof für sowas bin. Das konnte ich noch nie. Also ich kann es schon, aber meistens verpeile ich es. Nach einem erfolgreichen Parieren hast du einen kurzen Zeitfenster, um RB einen Gegner, um einen Gegenangriff durchzuführen. Parieren ist echt nicht so meins. Ich bin da echt nicht so. So yellow from the egg. Okay, hier ist uns nichts mehr. Oh Gott. Ja, die liegen da schon länger. Ist das irgendwas? Ja, hätte jetzt sein können. Ich finde dieses Leiden lustig. Uiuiui. Wuchtangriff. Ein Wuchtangriff ist ein Angriff, der weder geblockt noch pariert werden kann. Das dachte ich mir schon. Wuchtangriffe werden mit einem Indikator für gefährliche Angriffe angezeigt. Das ist das Rote wahrscheinlich. Die beste Verteidigung gegen einen Wuchtangriff besteht darin, rechtzeitig zu unterbrechen. Schieße dazu mit Noras Pistole auf den Gegner. Come and get it! Leaving me behind. I can't let you through. You could get killed. You could get killed? Did you even think about that? No, please. This whole mission, it's just... Just pull the damn gate up! Oh. Aerith is here. Both of them. Small favors. Ich geh mal kurz hier lang. Du wirst, was hier hinten noch ist. Nichts, okay. Naja. Noor, go back. You're not ready for this. And Yahara is. Listen here, you little trench filler. Keep it down. The Shimmering Wall's bad enough. You want to bring the dead on our head? The Shimmering... what? Begin, everyone.
Ah, ich glaube, hier ist ein Boss. What the hits is that? Some kind of... What have you done? Getting us through. Sorry, dass ich nicht erklären lasse. Da stand RT und ich habe RT gedrückt. Ich konnte nicht widerstehen. Those gouges on the wall are glowing. Why are they glowing? Souls below. These bodies, they've been here for years. The dead must have gotten them while they were fleeing the city. They look smashed. Toyed with. The dead don't do that. Keep your eyes peeled, will you? Whatever did this is probably still around. Ich glaube, hier werden wir hier einen Boss kriegen. All set. Everyone get clear. Below. Also irgendwas haben sie entfesselt. Irgendwas, was nicht gut ist, glaube ich. Harlan, don't! Where in the pits am I? You wouldn't know, would you? Follow me. I'm sorry, what? Hey, 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 wait! I dragged you out of the river. You were unconscious for a while. After the... Was there anyone else with me? You were alone. No matter. You'll have to do. Do? What am I going to do, exactly? Your kind meddled where you shouldn't. Destroyed the barrier that kept the gods contained. What barrier? You mean that shimmering wall we... So it was you. We couldn't... I didn't know. The damage is done. Now you must mend it. Ja, aber nicht mit dieser Folge. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ciao.